Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Tropico 5. So, wir gehen auf Play. Wir müssen den Atomkrieg verhindern. Dass so einfach wird, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es auch. Haben wir das nicht schon getan hier? So, okay, schon wir. Okay. 4 Industriegebäude. Was können wir denn da noch bauen? Sägewerk, Stahlwerk. So. Bauen wir uns ein Stahlwerk. Aber hier unten haben wir keinen Platz mehr. Hier sind die Schulen. Bauen wir es doch hier hin. Einfach so. Die Hütten können eh weg. Die mag ich nicht. Das wisst ihr ja. Ach so, das stimmt ja. Das war ja... Präsident, erinnern Sie sich an... Führungskräfte. Aber guck mal, wie viel wir noch erforschen müssen. Demokratie, das hier und dann... Nee, noch nicht mal das. Das schaffen ist eine gute Frage. Es wäre schön, aber ich weiß es. Wir haben gar nicht auf den Handel geguckt, oder? Oder war da nichts dabei? War nichts dabei, ne? Stahl machen wir jetzt. Das könnten wir annehmen. Autos machen wir nicht. Aber Stahl machen wir jetzt. So, okay. Präsidente, wenn Sie diese Nachricht hören, ist es zum Schlimmsten gekommen. Die amerikanische Freiheit steht auf dem Spiel. Wie ich befürchtet habe, wollen die US-Generäle einen atomaren Vernichtungskrieg auslösen. Gegen ihre eigene Regierung, also gegen mich. Aber keine Angst, ich werde nicht wieder chancenlos untergehen. In der Zwischenzeit sollen sie alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um einer Invasion des US-Militärs zu entgehen. Ja, wir sind dabei, wir sind dabei, wir sind dabei, mein Freund. Wir kriegen das hin, zusammen. Hoffe ich mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Unser Geld sieht auch nicht mehr so gut aus. Das gefällt mir auch nicht. Das Politbüro hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde... Nummernkonto. Gut, eins haben wir geschafft. Das ist schon mal gut. Soll das ist das. Ich wieder den US-Präsidenten anrufen? Ja, ruf an. Der bringt uns wieder ein bisschen Zeit wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Das wird eine sehr knappe Geschichte, Leute. Muss ich ja mal sagen. Oh Mann. Präsidente, in schrecklichen Zeiten 9 Monate. Wie diesen ist es eine Freude mit einem wahren Freund. Oh Mann. Nicht gut. Präsidente, Bildung ist wichtig. Warum schauen Sie mich an? Wer weiß, Alter, wo ich heute wäre, wenn ich nicht von der... Ja, tschüss. Da habe ich meine Ruhe, das ist auch gemacht. Okay. Hier muss gebaut... Oh, das ist schon gebaut. Das ist sehr nice. Das ist sehr, sehr nice. Es muss nur noch Kohle und Dings hier rangefahren werden. Dann machen wir Stahl und dann machen wir wieder richtig Geld. Hoffe ich mal. Und, ja. Naja, ihr seht es ja selbst. Es läuft gerade nicht so prickelnd. Können auch nicht viel tun. Ölexport, was ist mit Öl los? Wir haben doch Öldinger. Warum ist hier nichts? Was soll das? Was ist hier los? Moment. Transportbüro. Good news, President. Okay. Ich habe die US Generals entmachtet, die sich gegen mich gestellt haben. Sie hätten es besser wissen müssen. Ich habe sie alle besiegt. Nacheinander und in 12 Bosskämpfen. Ich weiß, Sie können es kaum erwarten, die Details zu hören. Ah, daher hier schon mal einmal die Kurzfassung. Wer leise spricht und einen großen Knüppel in der Hand hält, erreicht mehr als jemand, der nur leise spricht. Muss ich dir recht geben. Okay. Können wir das schnell bauen? Nein. Die Priorität hoch, dass hier gleich jemand kommt. Ist kein Platz mehr für Güter, das ist doch scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Brauchen Geld. Wo ist unser Schiff? Da kommt ein Schiff, das ist gut. Sind unsere Ausgaben natürlich sehr hoch. Schon allein wegen Militär, was wir hier haben. Aber wir kriegen das irgendwie hin, hoffe ich mal. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Alter. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Ich habe kein Geld für sowas. Nichts tun. Sind sie halt ein bisschen stinkig auf uns. Ist mir jetzt auch egal gerade. Nur noch 48% Zustimmung. Das finde ich gar nicht gut. Unterhaltung. Unterhaltung.
können wir? Unterhaltung. Was kostet der Spaß? Wandernlager, National. Zirkus ist zu teuer. Also Nationalpark können wir bauen. Bauen wir denn hier hin? Bauen wir hier hin. Noch eine Straße hin. So hier. Der war nicht zu teuer. Das ist gut. Aber das Geld geht. Das Geld reicht nicht. Aber wenn das Öl mal anfangen würde. Was ist hier los? Kann ich nicht sagen, dass abgeholt wird. Oh Mann. Ach, unser Kraftwerk läuft auch schon. Das ist gut, aber das ist nicht gut, dass hier nichts abgeholt wird. Jetzt aber, oder? Hat er jetzt nichts abgeholt? Was hat er gemacht? Das machen doch Transportbüros. Ja. Ja, genau. Ist doch was abgeholt worden. Okay. Okay. Ah, jetzt haben wir 41.000. Präsident, ich zittern. Nein, Sie nicht zittern. Jetzt. Ach, Mann. Das Erdbeben ist vorüber. Wir Das ist jetzt natürlich sehr schön, wenn man so viel Geld hat, ne? Alle reparieren 11.000. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Ja, ja, ist okay. Nein, das brauchen wir nicht. Wohl. Ja, passt schon. Wir müssen gleich weiter forschen. Wie viel brauchen wir noch für das Atom? Haben wir das jetzt erforscht schon? Das wäre natürlich nice. Schauen wir mal. Haben wir... komm. Was haben wir doch erforscht? Scheiße. Wenn wir... Nur mal so, können wir das bauen? Wir könnten es bauen, aber wir haben nicht das Geld dazu gerade. Okay, aber wir müssen das dann gleich bauen. Sobald wir wieder Geld haben. Wie sieht es mit dem Stahl aus? Diese Ladedinger. Ausgang. Profit. Das ist okay. Das ist gut. Und hier ist Erdgas. Gold, blablabla dran. Das ist gut. Es gibt 17.000 momentan. Und jetzt streiken sie auch noch. Ja, weil wir nichts anderes zu tun haben gerade. Mann. Jetzt wird es halt doch ein bisschen stressig, aber gut. Kriegen das schon hin. So, kommen noch ein bisschen Geld. Wir müssen alle reparieren. So, okay. Das haben wir getan. Hier ist eine Ich Aufgabe. Würde mich nicht zu früh freuen, aber es herrscht Tauwetter zwischen Ost und West. Das weiß ich nicht. 10, 2 Hüttendörfer, ein bisschen teuer. 15.000 Kameradpräsident, die Erde erblüht im Farbenmeer der... Ja komm, Mülltrennung können wir machen. Das ist nicht das Problem. Wo ist es denn? Da, Mülltrennung. Erlassen. So, 2 neue Militärgebäude? Nein, momentan nicht. Wir brauchen Geld. Das war ganz schnell, ganz viel. Können wir auch kein Atomprogramm bauen und dann ist die Kacke am Dampfen, Leute. Kommt schon. Haben doch, warum Tabak? Wir haben doch, hier Molkerei haben doch Dings da gebaut. Nein.
Stahlwerk? Haben wir denn nicht eine Rumdestillerie und so? Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Ja, schön. Schau mal, wir haben doch... Ich bin so wütend! Ich kann nicht Ja, lass sie angreifen. Ist mir gerade relativ egal. Ich will jetzt hier, Industrie. Nein, Luxus. Wir haben doch... Eine oben. Da. Zigarren. Hier unten. Ja gut, das müssten wir ja wohl gleich kaputt machen, oder? Die paar Rebellen da. Okay, okay. 17.000 haben wir jetzt. Müssen wir hier jetzt investieren, zumindest in ein Bergwerk mal. Es läuft gerade nicht gut, Leute. Es gefällt mir nicht. Brauchen da dann noch eine Verbindung, weil... So, hier. Hm. 61% ist auf jeden Fall wieder hochgegangen. Die überweisen das Geld, okay. Wir könnten auch... Schulden machen, ne? Wollen wir das, ist die Frage. Oder ist das relevant jetzt hier? Gesundheit. Ich weiß, ich kann mir das aber gerade nicht leisten, Leute. Da kommt wieder einer, das ist gut. Das ist gut. Wie sieht es denn da oben aus? Hast du gebaut hier? Ist schon gebaut, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Wir machen wieder Geld. Ja. Gut. So langsam scheinen wir uns wieder ein bisschen gefangen zu haben. Gut, da kann ich jetzt auf jeden Fall hier noch ein Uran-Ding bauen. Das hier. Straße hier drüber ziehen. Ja. So hier. So hier. War denn hier nicht noch eins? Hier. Ja, war noch eins, seht ihr? Das bauen wir auch gleich. So, und dann Straße, Straße, Straße. Ja. Hier eine schöne Kreuzung. So. Okay, dann brauchen wir aber hier wahrscheinlich noch ein Transportbüro, aber da müssen wir wieder auf Geld warten. Der Frachter fährt erst weg. Scheiße. Ich denke, Uran bringt ja auch einiges an Geld, oder? Schätze ich jetzt einfach mal. Oder nicht? Ich hoffe es. Schiffchen wollte nicht kommen. Da kommt wieder eins. Gut. War schon wieder 9000 minus. Ne? Nicht so gut. Das wird gebaut. Das ist auch schon. Nein, fast fertig. Das macht die 4% fertig. Hier ist immer. Das läuft. Ja. War ein Ausgang. 19.000 im Minus, was zur Hölle? Das wird... Oh, unser Handelsschiff alleine hat 20.000 gemacht. Das ist schon mal gut. Dann, wenn jetzt das andere kommt, dann müsst ihr jetzt... Komm schon, mach richtig Geld hier. Haut alles raus, was wir nicht brauchen. Jawohl, 30.000, das ist gut. Wir bauen hier nochmal ein Transportbüro hin. So, in die Zentrale hier. So, hier. Bist du fertig? Du bist fertig. Ne. Auch 96? 96. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Dinger fertig jetzt. Okay, jetzt können wir ein bisschen durchatmen. Wir schauen nochmal hier. Forschen Sie die Technologie des feindlichen Atoms. Haben wir dafür überhaupt genug Zeit? Ich weiß es nicht. Das dauert noch 11 Monate. 11. Oh Mann. Protestieren, genau. Warum protestiert ihr? Wo protestiert ihr vor allem?
ihr euch nicht. Wo denn? Da. Keh? Nix Keh, ich will gucken, warum die... Mr. President, meine Analysen zeigen eine beunruhigende wirtschaftliche Entwicklung. Strom um 150, was, wie viel bringt denn so eins? Okay. Können wir da noch eins bauen? Machen wir eigentlich jetzt Schmuck? Haben wir das jetzt eigentlich schon? Wir tun Gold abbauen, aber noch keinen Schmuck machen, ne? Das könnten wir natürlich auch mal bauen. Schmuckfabrik. Bauen wir doch direkt hier hin. Direkt gegenüber hier. Und wenn wir da Geld haben, Strom nochmal. Okay, können wir tun. Oh, das war gerade unser Geld. Upsi, ich habe gedacht, der kommt nochmal. Ups. Okay, das ist fertig. Das ist auch fertig. Okay, das ist gut. Dann müsste es mit dem Uran hier auch bald losgehen. So. 20.000 bringt unser Handschuh immer, das ist gut. Die neue Schmuckfabrik macht mich ganz sentimental. Nehmt meine Liebe, mein Land, aber rührt ja nicht meinen Schmuck an. Meine Glühwürmchenbrosche ist alles, was mir von einer verlorenen Liebe bleibt. Meinem geliebten Malcolm, der auf tragische Weise von einem übel gelaunten Fuchs getötet wurde. Ich vergesse dich nicht, Mal, und werde dich immer lieben. Ich mag mich bei meinen sorgsam durchgerechneten Vorhersagen ein wenig geirrt haben. Nö, nee, will ich nicht. Das ist ja Bullshit. So, unser Geld geht wieder nach oben, das finden wir gut. Wir müssen jetzt wieder gucken um Wohnraum. Ja, aber da können wir nichts dafür. Gesundheit. Was kostet dieses Kraftwerk? 12.000. Boah. Krankenhaus? Auch 12.000. Hey, Leute. Ja, aber das brauchen wir halt. Krankenhaus ist schon wichtig. Komm, wir bauen es außerhalb des Stromnetzes. Okay. Außerhalb des Stromnetzes. Ich will es einfach hier hinbauen. Hier wird's gehen. Ja, müsst halt ein bisschen fahren, ne? Wir können ja noch ein paar Parkplätze bauen. Die wieder finde. Parkplatz. Hier ein Parkplatz hin. Oben beim Krankenhaus ein hin, irgendwo. Hier so. Doch schon mal ganz gut. ...45.000 hat er uns gebracht, alle Achtung. Das ist natürlich einiges. Es sind schon wieder 28 drin, also jetzt läuft es langsam Präsidente, wieder mit Geld. Wir haben das Gut. Das haben wir auch gleich abgeschlossen, das heißt nochmal 24 Präsidente, Monate, ja. 24 Monate kriegen wir gleich nochmal Aufschub, das ist gut. Schiff? Ach, da kommt Schiff hin. Oh Mann. Ihr wisst, was ein neues Krankenhaus bedeutet, meine Damen? Süße Ärzte! Ich glaube, mir ist gar nicht gut und ich brauche ganz schnell einen guten Arzt. Denkt bei den Doktorspielen immer daran, dass Ärzte... Präsident, ich fürchte... Brauche ich nicht, aber genug. So, ist Uran hier drin? Nein, kommt. Aber 60.000 sind drin, das ist sehr schön. So... Okay. Das haben wir auch geschafft. Also 71 Monate haben wir jetzt noch. Könnten hier noch einen Hafen hinbauen, ne? Hafen. Straße. Oh, hier können wir ja. Oh, schön. Das Öl dann. Aber wir sparen erstmal noch ein wenig. Auch wenn wir jetzt gerade 43 haben. Ich weiß nicht, wie viel dieses Kack-Atomprogramm später kostet.
Nicht, dass wir das deswegen dann nicht bauen können. Deswegen gucken wir, dass wir so 30.000 auf der hohen Kante haben, würde ich mal sagen. Oh. Was ist hier schon wieder? Warum produzierst du nichts? Weil du kein Gold hast. Da! Hol dir Gold. Oh Mann. Okay, okay, okay. Ich hoffe, das wird jetzt auch so viel. Ja, nicht ganz so viel, ne? 39.000, ja. Das wird gebaut. Dann können wir noch eine zweite Handelsroute machen. Das ist auch ganz gut. Wir bräuchten aber mal zumindest ein Haus noch hier. 6.000, das ist die Scheiße. Wollen wir mal hier eins hin. Okay, aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, haut rein. Ciao.